Soll ich euch mal ein kleines Geheimnis verraten? Ich habe ein Suchtproblem. Und soll ich euch noch was sagen? Ihr auch. Und zwar sind wir alle süchtig nach Dopamin. Denn in der Evolution machte dies auch absolut Sinn. Doch funktioniert die Motivation über Belohnung heute auch noch? Oder hängen wir oft Brain AFK vor unseren elektronischen Geräten? Lasst es uns gemeinsam in diesem Video herausfinden. Und vor allem, was wir dagegen tun können. Ein Bummer direkt zum Anfang. Desto häufiger wir in diesem Standby-Modus einfach rumhängen, desto krasser entwickelt sich unser Gehirn zurück. Forscher haben nämlich herausgefunden, dass bis zum Jahr 2004 der durchschnittliche IQ der Menschen, seitdem man angefangen hat, das zu messen, kontinuierlich anstieg. Doch seitdem geht es wieder bergab. Und das ist ehrlich gesagt auch nicht verwunderlich, denn unser Körper ist rigoros. Wenn er was nicht braucht, kann das weg. Und ähnlich wie beim Muskel ist es so, wenn unser Gehirn nicht benutzt wird, dann bildet sich das auch zurück. Und stundenlang durch Shorts, Instagram oder WhatsApp oder TikToks zu scrollen, ist vermutlich ähnlich förderlich für unsere geistige Entwicklung, wie den Kopf die ganze Zeit vor die Wand zu schlagen. Doch woher kommt es, dass diese stumpfen Beschäftigungen uns so in den Bann ziehen? Irgendwas in diesen Apps muss uns antreiben, immer weiter zu scrollen, obwohl wir eigentlich es besser wissen und eigentlich wissen, dass uns die Dinge nicht gut tun. Der Übeltäter in unserem Kopf ist das Belohnungszentrum, welches über Dopamin stimuliert wird. Wie gefährlich dies wirklich ist, zeigt ein Experiment mit Ratten. Diese konnten in ihrem Käfig einen Knopf drücken, der mit einer Elektrode in ihrem Kopf verbunden war. Und jedes Mal, wenn die Ratte nun auf den Knopf gedrückt hat, wurde das Belohnungszentrum im Gehirn direkt stimuliert. Nach kurzer Zeit brachen die Tiere vor Erschöpfung zusammen. Denn sie drückten die ganze Zeit immer und immer und immer wieder auf den Knopf und vergaßen darüber das Fressen. Was haben diese Ratten jetzt mit uns zu tun? Wusstest du, die Gründer von Instagram haben die App damals so konzipiert, nachdem sie sich intensiv mit Verhaltenspsychologie und Manipulation von Menschen auseinandergesetzt haben. Das Ziel des damaligen Stanford-Kurses? Wie können wir eine maximal abhängig machende App designen? Wie die Ratten im Käfig drücken wir immer wieder auf den Knopf, nur dass dies dann ein neuer Swipe nach unten ist. Einmal abgelenkt, dauert es durchschnittlich 25 Minuten, um zurück zum ursprünglichen Task zu kommen. Dabei werden die unterschiedlichen Trigger genutzt, um unsere Aufmerksamkeit zu erhaschen. Nicht nur von Instagram, sondern von allen sozialen Medien. Egal ob LinkedIn, TikTok, Twitter, YouTube oder Snapchat oder auch von Spielen. Tief im Inneren wird darüber unser Wunsch nach sozialer Anerkennung und Beliebtheit angesprochen. Aber auch die Angst, etwas zu verpassen und unsere innere Unsicherheit. Jede Benutzung ist wie eine kleine Linderung für diesen Schmerz und wenn dies immer und immer wieder passiert, formt sich daraus dann ein Habit, das wir gar nicht mehr bewusst wahrnehmen. Und dann ist die Reaktion meistens, du fühlst dich zum Beispiel einsam, zack, öffnest du Instagram und du schaust dir die neuesten Stories an. Völlig automatisiert, aber bewusst vorgesehen von den Machern der App. Wie soll man sich bei diesen ganzen Ablenkungen jetzt noch richtig konzentrieren, geschweige denn motiviert sein, seine eigenen Dinge anzupacken? Dies nicht zu schaffen, hat nichts mit einer fehlenden Willensstärke zu tun, sondern damit, dass wir bewusst von diesen Apps manipuliert werden. Das führt dazu, dass wir permanent abgelenkt sind und uns die Motivation fehlt. Dann sind wir wie die Ratte im Käfig, die lieber auf den Knopf drückt, um sich Linderung zu verschaffen. Die Forschung geht sogar davon aus, dass dieser Trend auch noch in den nächsten Jahren so weitergehen wird. Wenn du dies nicht möchtest, dann musst du dich bewusst dagegen entscheiden, weil wenn du es nicht tust, wirst du von allen Seiten bombardiert. Wie das geht, zeige ich zum Beispiel in diesem Video hier. Für alle, die jetzt rüberspringen zu dem Video, wir sehen uns gleich und allen anderen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.